dann mal wieder zurück zum Prozess. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Was? Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Wenige Stunden und waren wir mal weg. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali soll begnadigt werden. Tali Zora, was Normandy hat die Allerai gerettet. Hoffentlich beweist das ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Zora etwas anbieten, damit wir ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Allerai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Wir können die Beweise vorlegen, aber nein. Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Aber wenn sie mehr brauchen, kann ich die Normandy ins Feld führen, die Tali ebenfalls vor den Geth gerettet hat. Obwohl es dort so ruhig ist, dass sie nicht richtig schlafen kann. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Allerai geschehen ist. Nein, Admiral, das wissen sie nicht. Aber sie haben ihr meinen Namen gegeben. Ich bin ihr Captain. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen und ich sage ihnen, dass sie unschuldig ist. Und wir sollen der Meinung dieses Menschen einfach so Glauben schenken? Wir haben Talis Leben in die Hände des Menschen gelegt. Würden Sie zweifeln, wenn es sich um einen quarianischen Captain handeln würde? Nein. In Anbetracht der übrigen Beweise würde ich das wohl nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Nein, sie gehört zu mir. Bei allem Respekt, Admiral, ich habe keinen Ihrer Leute vertreten, sondern einen von meinen. Wohl wahr, Shepard. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vas Normandy. Kela Selai. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Sie sind enttäuscht? Warum? Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist. Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Es war nicht für... Ja... Tali, wegen dem, was Ihr Vater gesagt hat über seine Taten, Sie haben etwas Besseres verdient. Ich habe etwas Besseres, Shepard. Ich habe Sie. Gehen wir nach Hause? Kommen Sie, Tali Zora Vas Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Schick, schick. Wir haben jetzt neue Sachen bekommen. Und 34 Zusatzpunkte. Tali Zora war doch unschuldig. Gute Ansprache, Shepard. Schon witzig, dass ein Commander die Admirale daran erinnern muss, was militärische Ehre bedeutet. Zum Glück haben sie sie jetzt aus dem Kreuz mehr. Und sie mussten ihm nicht mal die Beweise geben, die sie auf der Allerai gefunden haben. Ich habe nicht erwähnt, dass wir Beweise gefunden hätten, Cole. Zur Kenntnis genommen, Ma'am. Wohin geht es jetzt? Gehen Sie jetzt? Wissen Sie schon, was Ihr nächster Auftrag sein wird? Ich werde ein paar Techs eskortieren, die nach Hinweisen auf die Zunahme von dunkler Energie suchen. Vielleicht finden Sie die Ursache. Wo Sie mich auch hinschicken. So aufregend wie auf Haystrom wird's mit Sicherheit nicht. Leben Sie wohl und viel Glück. Passen Sie gut auf sich auf, Rieger. Sie auch, Shepard.
Ma'am? Cole, nennen Sie mich einfach Tali. Ich werde daran arbeiten, Ma'am. Okay, und jetzt mit ihr? Sehr beeindruckende Rede, Commander Shepard. Aber verraten Sie mir mal, ob Sie auf der Al-Rai Teile von Ra'al Zoras Forschungsergebnissen sicherstellen konnten. Nichts, das Ihnen helfen würde, Admiral. Schade. Na gut. Was einmal erschaffen wurde, lässt sich auch nochmal erschaffen. Und du? Hallo, Commander. Viel Glück, Tali. Haben Sie das Plädoyer gehört? Kila. Tja. Die Admirale dachten, der Zwan, um Tali zu vertreten, würde sie behindern, Shepard. Ich bin froh, dass sie sich geirrt haben. Du hast keine Überlebenden erwähnt. Hast du Ra'al gefunden, Tali? Er hätte dir sicher eine Nachricht hinterlassen, wenn er die Zeit gehabt hätte. Wir haben Ra'als Leiche gefunden. Er hat Tali eine Nachricht hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für dich sein muss, Kind. Aber wenigstens hast du deinen Vater sagen hören, dass er dich geliebt hat. Ja. Danke, Admiral. Viel Glück bei deiner Mission. Wie dunkel es auch sei, die Flotte wird immer bei dir sein. Kila Selan. Reden wir noch mit dem nächsten Admiral. Sehr ordentliche Ansprache, Shepard. Es wurde höchste Zeit, dass jemand Admiral Corus sagt, dass die Frau, der er Verrat vorwirft, der Stolz der Flotte war. Aber verraten Sie mir eins. Was haben Sie dort gefunden? Bei aller Wortgewalt, Sie halten doch mit etwas hinter dem Berg. Unter uns? Ra'al Zora hat die Geth online gebracht und für Waffentests vernetzt. Kila. Sie dürfen es niemandem sagen, Han. Du hast mein Wort darauf. Danke für Schweigen. Das hätte dem Ziel deines Vaters für die Flotte enorm geschadet. Ich bin froh, dass du nicht für seine Fehler bezahlen musstest. Mach's gut, Tali. Guten Flug. Bis dann. Und jetzt du? Sehr beeindruckend, Shepard. Danke für Ihre Hilfe auf der Al-Rai. Und danke, dass Sie Ra'al Zoras Tochter geholfen haben. Sie sind für sie eingestanden, während wir fehlgeleitet waren. Tja. Wer hätte gedacht, dass ein Mensch doch so fähig sein kann? Hm? Wer hätte jetzt gedacht? Aber jetzt sind wir schon gut vorangekommen. Ich meine, wir haben schon so gut wie jeden auf unsere Seite gebracht. Die Admirale hätten mit einem Aufstand rechnen müssen, wenn sie Tali Zora nach Shepards Plädoyer noch verstoßen hätten. Ich wusste, dass sie Tali Zora... Glückwunsch, Tali Zora. Ich hatte meine Zweifel bei der Auswahl ihres Captains, aber so wie es aussieht, habe ich mich wohl geirrt. Danke, Captain. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Für Sie gibt es auf der Raya immer einen Platz, wenn Sie nach Hause kommen wollen. Viel Glück da draußen. Dann fliegen wir mal los. Und es lief auch so gut. Das heißt, Charlie ist jetzt glücklich und sie wird jetzt nicht verstoßen. Und wir mussten nicht mal irgendwas sagen, was das betrifft. Und ganz ehrlich, ich werde langsam müde. So, gucken wir mal nach Charlie. Ne, ich glaube, das ist für die Guests. Da habe ich mich geirrt. So, Tali. Da haben wir sie gleich. Tali! Hallo, Tali! Kila, es tut mir leid, dass ich sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Gibt es einen Politikwechsel? Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Sie haben was Besseres verdient. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte Ihnen Zeit geben müssen, Ihren Vater zu betrauern. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient.
Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Ich werde dennoch mal mit ihr reden. Shepard, was kann ich für Sie tun? Ich will halt nur reden. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Okay. Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Schade. Naja, wir haben noch ein paar Quests vor uns. Und dann kann es losgehen, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir werden doch erstmal Captain Schnuff-Schnuff gute Nacht wünschen. Und ja, ich gehe dann auch schlafen. Mir fehlen noch ein paar Schiffis. Ah, Captain Schnuff-Schnuff. Na, wie geht's? Hallo, Captain Schnuff-Schnuff. Ick. Na? Ist der nicht süß? Captain Schnuff-Schnuff. Ach ja, das ist unser kleiner Captain Schnuff-Schnuff. Aber wir wollen jetzt mal die Panzerung verändern. Mal gucken. Wir haben... Ja, sowas geht auch. Wäre... Ja, können wir nehmen. Was können die denn? Erhöht Schilde. Ach, gut. Lebenscode. Ach so, drehen. Ja. Ja, können wir so lassen. Okay, wenden wir mal an. Wow. Tja, dann werden wir erstmal speichern und ich sag dann mal gute Nacht, liebe Freunde. Wir spielen noch weiterhin Mass Effect 2 und ich habe so viel Spaß. Bis dann.